Heimat ist für viele Menschen der Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Für Kumiko Yasui ist dieser Begriff nicht an einen festen Ort gebunden. Die gebürtige Japanerin ist dort zu Hause, wo sie gerade wohnt. Und das ist seit einigen Jahren Höfen an der Enns bei uns hier im schönen Schwarzwald. Ich bin gespannt auf ihre Geschichte und nehme euch mit zu ihr nach Hause. Hallo Kumiko, schön dich zu treffen. Hast du denn Lust, dich den Menschen noch ganz kurz vorzustellen, die dich noch nicht kennen? Ja, gerne. Also, ich bin die Kumiko und ich bin, wenn man mich sieht, Asiatin, aber ich bin eine Japanerin und bin in Tokio aufgewachsen, bin aber zwischenzeitlich als Kind in Hamburg auch auf die Schule gekommen und dann bin ich wieder zurück nach Japan und dann nach Frankreich. Auf der deutschen Schule war ich auch in Paris und dann wieder Japan und dann wieder eine kurze Zeit auch in England gewesen, in London und auch mal in Amerika. Das aber nicht, weil ich das wollte, sondern wegen meinen Eltern oder wegen meinem Vater. Und jetzt bin ich hier in Schwarzwald gelandet, wo ich mich eigentlich jetzt auch wohlfühle. Du lebst in diesem schönen Haus mit deinem Ehemann und mit ganz vielen Tieren, zwei Hunden, einem Katerchen. Was hat euch hierher geführt? Wir waren auch eine Zeit lang in Bad Wildert in der Reha-Klinik und da haben wir eigentlich die Gegend besser kennengelernt und haben uns dann gesagt, die Luft ist gut, Natur ist viel Natur hier. Und dann haben wir angefangen, was zu suchen und dann haben wir das Haus gefunden und so sind wir hier gelandet. Bist du denn mittlerweile, nach all den Jahren hier in Deutschland, bist du mehr Japanerin oder mehr Deutsche? Es ist eine ganz schwierige Frage, weil da ich ja so lange nicht nur in Deutschland, sondern in Europa auch aufgewachsen bin, bin ich ein Teil natürlich europäisch, sehr europäisch und andererseits natürlich auch von meinen Eltern geprägt, auch noch japanisch. Aber im Ganzen kann ich das irgendwie mehr oder weniger, je nachdem, was das für eine Situation ist, auch mich entscheiden, will ich jetzt Deutschland oder japanisch sein. Aber wenn ich jetzt so Entscheidung treffe, ja oder nein, dann bin ich, glaube ich, deutsch. Kumiko, musstest du je mit irgendwelchen Vorurteilen kämpfen oder wurdest du konfrontiert mit Vorurteilen, seit du in einem anderen Land, also zum Beispiel Deutschland, warst, bist? Wenn man selber offen ist, glaube ich, ist in, egal in welchem Land, also nicht nur Deutschland, dass man also aufgenommen wird und dass die Leute auch einem helfen. Wie würdest du denn den typischen Deutschen beschreiben? Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, dein Ehemann linst schon, jetzt darfst du auch nichts Falsches sagen, gell? Also, typisch deutsch ist, wenn man Gäste hat zu Hause, ne, dass sie über Politik so viel diskutieren und jeder seine Meinung sagt, und manche sagen, ja, ja, so sehe ich das auch. Und die anderen, nein, so sehe ich das nicht. Und stundenlang, das würde man in Japan nicht machen. Ja, dir ist es natürlich total wichtig, auch deine japanische Kultur hier einfließen zu lassen. Du sagst schon, du gibst Kochkurse. Was ist dir besonders wichtig? Also auch vielleicht auch im Zusammenleben mit deinem Ehemann. Also für mich ist es nicht nur wichtig, sondern wir essen gerne japanisch. Und um japanisch zu essen, okay, heutzutage gibt es viel Sushi, auch in den Supermarkt zu kaufen. Aber naja, also wenn man das nur so kennt, ist es alles in Ordnung. Also ich habe nichts dagegen. Aber wenn man das aber wirklich gerne so traditionell haben möchte, muss man das selber auch kochen. Und dann sind natürlich auch viele hier auch in der Gegend Firmen, die mit Japan zu tun haben, die haben mich auch schon mal gefragt, was muss man achten, wenn wir da sind? Oder meine ganzen Mitarbeiter können nicht alle nach Japan. Kannst du vielleicht für uns mal so zeigen, was so traditionell japanisch oder wie man isst, was man nicht machen darf am Tisch? Und das ist jetzt nicht nur, weil ich das als Hobby und Geld verdient, tue ich ja überhaupt nicht, sondern die bezahlen mir Lebensmittel oder so. Aber für mich das Wichtige ist, dass man auch mal den
zeigt, was man oder Kultur zu Kultur, dass es so eine Brücke bauen kann und was man aus dem Lebensmittel, was man hier nur kaufen kann und nicht nur japanisch, wo man zum Asia-Shop gehen muss, auch was zaubern kann asiatisch. Das ist mir sehr wichtig. Und viele junge Leute interessieren sich ja auch, weil sie mit Anime, da waren auch bei mir junge Leute, die haben gesagt, in Anime, da gibt es immer was zum Essen. Ne? Und dann haben sie gesagt, ich kenne Tonkatsu, ich kenne Kadereisu, aber ich weiß nicht, wie das riecht, wie das schmeckt, ich weiß, wie das aussieht. Und da hätten sie gerne mal das gegessen, was sie schon mal gesehen haben. Und das finde ich toll von den jungen Leuten, die sich da interessieren. Und dann bin ich bereit, das auch mal zu kochen. Ja, und ganz zum Schluss würde mich natürlich jetzt noch interessieren, das ist eure Heimat gerade, Höfen. Ist denn vielleicht schon eine andere Heimat in Planung? Oder bleibt ihr erstmal hier? Also, ob wir jetzt ganz und gar hier bleiben, das steht nur in den Sternen. Wir fühlen uns jetzt wohl, wir haben ja auch eines erneuert und dann wollen wir natürlich nicht gleich woanders also umziehen. Aber wer weiß, was die Zukunft uns noch vielleicht sagt oder vielleicht finden wir was anderes, wo wir gerne auch umziehen wollen oder wir werden dann gebrechlich und müssen irgendwo anders gehen, das weiß ich ja nicht. Aber im Moment fühlen wir uns eigentlich wirklich wohl. Wir haben auch die Nachbarn gut kennengelernt, immer mehr. Und wir helfen uns teilweise auch, nicht aufdringlich, aber so, wenn wir Hilfe brauchen, sind sie auch da. Und das ist ja eigentlich wert, nicht? Also, ja, das stimmt, das ist sehr viel wert. Das ist natürlich nicht so normal oder selbstverständlich. Und das schätze ich auch sehr. Also ist Japan eventuell eine Option? Euch? Also Tokio vielleicht nicht, weil es ist auch sehr teuer, wenn man also da lebt und da also leben möchte, weil ich habe kein Haus mehr, mein Elternhaus habe ich abgegeben oder verkauft. Wir müssten uns noch eine Wohnung kaufen, alles wieder neu machen und das Problem ist natürlich bei uns, dass mein Mann nicht so gut Japanisch spricht und mit dem Alter ist es ja so, man möchte ja auch gerne mit jemandem, nicht nur mit seiner Frau, mit anderen Leuten auch kommunizieren und das wird dann bestimmt schwierig. Also ich kann aber nicht sagen, dass es Nein ist, sonst könnte natürlich auch kommen, aber die Schwierigkeiten gibt es natürlich auch, ja. Also ich finde es großartig, dass du dich hier bei uns im Schwarzwald so wohl fühlst und vor allen Dingen aber auch, dass du deine japanische Kultur mitgebracht hast und die einfließen lässt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Habe mich hier sehr wohl gefühlt bei euch. Nicht zu danken, gern geschehen. 皆さん見てくださってありがとうございました. よかったらコメントください. それで気に入ったらクリックしてくださいね. ではよろしく. ではまた. Was so viel heißt wie vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt kommentieren, wenn ihr möchtet und lasst ein Like da. Tschüss.